Hallo und herzlich willkommen zu Darmdamen, Darmdramen mit Alex und Eva. Hallo Eva. Hallo Alex. 14er R, BMI und LPS. Alex, was ist jetzt los? Bist du unter die Rapperinnen gegangen? Das, was du da raussprudelst, erinnert mich an die Fantastischen Vier. Ganz sicher nicht. Ich liebe zwar Musik zum Hören, aber selber singen ist nicht so meins. Aber außerdem ist es Musik, die jetzt nicht nur deine Generation kennt. Ich gehe nochmal durch, ob wir eben für heute alles beieinander haben. Und ich kann eins sagen, ja, es kann losgehen. Super. Na, stopp, warte. Wir haben doch Fantastische Vier. Wo kommen die jetzt her? Im Titel der Episode. Fantastische 4Ds. Dick durch dysbiotische Darmflora. Genau. Alex, cool. Das trifft sich wirklich. Also, lass mir kurz zusammenfassen. Das, was wir da heute besprechen, ist zum einen, ja, wen treffen wir? Wir treffen eine Akademie-Teilnehmerin, weil wir halten ja auch eifrig Vorträge über die Darmgesundheit. Und diese Teilnehmerin war total erleichtert, dass die Darmbakterien ein beachtliches Eigengewicht haben und somit beim Schritt auf die Waage nicht weiter berücksichtigt werden müssen. Genau, wir klären auf, was es mit den Firmicutes, Entschuldigung, den dickmachenden Bakterien auf sich hat. Und der Lifehack dieser Podcast-Folge, wie wir unsere Darmflora auf schlank programmieren können. Perfekt, dieses Thema greifen wir allerdings nicht auf, weil wir plötzlich einem Beauty-Format wechseln wollen, sondern weil es einen dramatischen Anlass dafür gibt. Genau. Im März 2024 veröffentlichte die Fachzeitschrift Lancet, also das ist wirklich ein hochrangiges Magazin, haarsträubende Ergebnisse. Weltweit sind 1 Milliarde Menschen von echtem Übergewicht, also der Adipositas, betroffen. 1 Milliarde. Das ist jeder bzw. jede Achte von uns. Die Fachzeitschrift berichtet, dass eben der Anteil der stark Übergewichtigen an der Bevölkerung sich seit 1990, das war quasi ein Jahr vor meiner Geburt, mehr als verdoppelt hat. Unter Heranwachsenden zwischen 5 und 19 Jahren sogar vervierfacht. Mahlzeit. 2 Dinge. Brauchen wir aber an dieser Stelle. Also erstens, was genau ist die Definition von der Adipositas? Und zweitens, was hat es denn bitte mit diesem BMI, also dem Body Mass Index, auf sich? Das klinge wie eine strenge Professorin, Entschuldigung. Ja, ich habe mich echt ein wenig erschrocken. Ich dachte, das wird jetzt eine Prüfung. Aber gut, dann bringen wir Licht ins Dunkel und erklären das Ganze. Mhm. Unter Adipositas versteht die Weltgesundheitsorganisation, WHO, starkes Übergewicht mit krankhaftem Ausmaß. Wir reden hier also nicht von ein paar Fettpolsterchen mehr an der Hüfte, die den Bund der Lieblingshose da plötzlich spannen und subjektiv als zu viel bewertet wird, sondern wir reden von einer krankhaften Form des Übergewichts, die auch genau berechnet werden kann, mit zum Beispiel dem BMI, den ich eingangs gerappt habe. Dieser BMI, also der Body Mass Index, den kann man selbst mit Papier und Stift oder auch mit dem Handy berechnen. Ganz schlaue Köpfe schaffen es vielleicht sogar im Kopf. Also gerne mal ausprobieren, wenn ihr wollt. Den BMI berechnet man, indem man das Körpergewicht in Kilogramm durch die Körpergröße in Meter zum Quadrat teilt. Also das Körpergewicht in Kilogramm durch die Körpergröße in Meter zum Quadrat. Und da kommt dann ein Wert raus. Und ist dieser Wert größer als 30, dann reden wir von diesem besagten krankhaften Übergewicht. Andere Messmethoden sind zum Beispiel die Ermittlung des Taillenumfangs, da misst man so oberhalb des Bauchnabels, oder eben gängig ist auch dieses Verhältnis zu berechnen von Taille zu Hüfte. Aber weil eben genau in dieser bereits zitierten Lancet-Studie und in vielen anderen Untersuchungen der BMI verwendet wird, deshalb bleiben wir jetzt und hier beim BMI. Wahnsinn ist, dass da auch so viele Kinder betroffen sind. Da haben wir ein ganz unglückliches Zusammenspiel von unserer westlichen Ernährung, dem Bewegungsmangel. Nicht umsonst reden wir ja in Bezug auf das Sitzen vom neuen Rauchen. Ganz genau. Und einer unvorteilhaften Zusammensetzung unserer Darmbakterienflora. Das eine bedingt eben das andere. Burger, Pommes, Serien-Binge-Watching verändern die Darmbakterien. Und wir haben auf der Darmbakterien-Blumenwiese mehr Disteln und Dürre als eben eine bunte Blütendecke. Wirkt sich das wieder auf den Menschen aus? Also
Das haben wir auch schon quasi in unserer allerersten Folge besprochen, wie das aussieht mit der Blumendecke. Dementsprechend reinhören. Und durch das Übergewicht steigt eben auch das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Co. Natürlich gibt es aber für das Übergewicht viele Ursachen. Es ist nämlich überhaupt nicht so, dass alle Menschen mit Adipositas viel Fraße und Sportmuffel sind. Wenn das so wäre, dann würden all diese gängigen Abnehmempfehlungen ja viel besser greifen. Ich glaube, jeder, der mit Übergewicht zu tun hat, hat sich schon einmal anhören müssen, er soll sich doch bitte mehr bewegen oder vielleicht ein bisschen weniger essen. Nur spielt da eben auch das Erbmaterial mit rein oder Erkrankungen, Medikamente, Stoffwechselstörungen. Aber eben auch, und das ist das, was uns besonders interessiert, eine ungünstige Zusammensetzung unserer Darmbakterien. Die reden nämlich eifrig mit, wenn es darum geht, Fettpölsterchen anzusetzen oder eben nicht. Wir sprechen da übrigens von Bakterien mit einem Eigengewicht von circa 1,5 bis 2 Kilogramm. Und deswegen hat auch die besagte Teilnehmerin, von der wir vorher gesprochen haben, durchgeatmet und gemeint, dass sie bei jedem nächsten Schritt auf die Waage getrost 2 Kilo wegrechnen kann, weil ja das Gewicht bakteriell und nicht menschlich ist. Recht hat sie. Irgendwie. Ein anderer Ansatz wäre es, sich mit diesen Milliarden von Bakterien zu verbünden. Also Alex, hast du Lust? Schauen wir gemeinsam mal hinein in diesen Darm. Eva, ich glaube, das Angebot klingt jetzt nicht für jedermann, jede Frau verlockend, aber ich weiß, worauf du hinaus willst, also gerne. Gott sei Dank. Im Darm finden wir viele unterschiedliche Bakterien, das haben wir schon ausführlich erklärt. Was jetzt noch wichtig ist, jedes Bakterium hat sein spezielles Talent und das nutzen sie, um zu überleben. Eigentlich ähnlich wie bei uns Menschen. Die einen können gut singen oder gut rappen, die anderen können gut schwimmen, so gut schwimmen, dass sie sogar Weltmeisterinnen sind. Was wir bislang noch niemandem verraten haben, Alex, ist, du bist eine solche Schwimmweltmeisterin. Also in echt, ich ziehe da immer wieder meinen Hut vor dir, weil ich so beeindruckt bin, was du alles kannst. Oh, und ich würde mir so wünschen, dass du vielleicht irgendwann einmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch etwas davon erzählst. Aber genug gespoilert, ich möchte da jetzt nicht unter Druck setzen. Wir bleiben bei den Bakterien. Es gibt also Bakterien, die Spezialisten und Spezialistinnen sind, und zwar ganz besonders, wenn es ums Verwerten geht von Kohlenhydraten. Die hacken quasi alles klein und verwerten, was sie können, und wir Menschen haben dann den Salat. Oder wir haben den Eindruck, wir werden dick vom Salat. Mhm. Wir reden da von den Firmicutes, den dickmachenden Bakterien. Die wirken nun auf den ersten Blick ein bisschen unsympathisch. Davon sollte sich aber niemand beirren lassen und wir dürfen da auch nicht pauschal alle Firmicutes in einen Kochtopf werfen und schlecht machen. Nicht alle sind die Übeltäter. Genauso wenig wie alle Männer schlecht einpacken können. jedenfalls geht es in puncto Gewicht um das Verhältnis an dickmachenden Firmicutes und Bacteroidetes. Das klingt irgendwie wie ein Zauberspruch von Harry Potter. Firmicutes zu Bacteroidetes. Ist aber gar nicht so magisch, oder? Nope. Diese Bakterien, Firmicutes, stellen den Menschen durch den Abbau von eigentlich weitgehend unverdaulichen Nahrungsbestandteilen, also Ballaststoffen, weitere Kohlenhydrate und somit zusätzliche Kalorien zur Verfügung. Untersuchungen konnten zeigen, dass ein höherer Anteil an Firmicutes um ca. 10% mehr Energie aus der Nahrung aufnimmt. Das entspricht 200 bis 250 Kalorien am Tag und damit einer möglichen Gewichtszunahme von bis zu 10 Kilo pro Jahr. Und die Bacteroidetes, das sind die, die Kohlenhydrate sogar aus dem Körper rausschaffen können. Das sind eben die richtigen Schlankmacherinnen. Weißt du, warum ich gerade so gestaunt habe? Wenn ich trainiere, das mache ich dann doch einige Male die Woche, dann heißt das eine Stunde lang so richtig heftig schwitzen. Und meine Uhr zeigt mir dann, ich habe ungefähr 200 Kilokalorien damit verbrannt. Wenn jetzt allein die Bakterienbesiedelung für 200 Kilokalorien mehr sorgt, das ist ja furchtbar. Ja, es folgt eine Werbeeinschaltung. Eva, wie behebst du das Ungleichgewicht zwischen Dickmacher und Rank- und Schlankbakterien? Das Ungleichgewicht im Darm muss kein Dauerzustand sein. Forscher renommierter Kliniken konnten nachweisen, dass die Dickmacherbakterien auch wieder verdrängt werden können. Darmexperten ist es gelungen, die richtigen Bakterienstämme, welche die unerwünschten Mitbewohner nachhaltig aus dem Darm verdrängen können, zu kombinieren und in Omnibiotic Metabolic zu vereinen.
Dafür rühre ich einfach einmal täglich einen Beutel Omnibiotic Metabolic in circa einen 8 Liter Wasser, gebe den Bakterien eine Minute Zeit, um ihre Aktivität zu entfalten und nehme dann Schluck für Schluck den Weg in Richtung Wunschfigur. Werbung Ende. Jeffrey Gordon war übrigens einer der ersten, der das erforscht hat, also diesen Einfluss von den Bakterien auf unser Gewicht. Und ich finde, diese Studie, von der ich gleich erzählen werde, diese Studie könnte auch aus Hogwarts kommen. Der Jeffrey ist nämlich ein ganz begnadeter Forscher. Er hat erkannt, dass Mäuse, die genetisch ident sind, die das gleiche Futter bekommen, die gleiche Chance haben für Bewegung, trotzdem manchmal dick werden. Und die anderen bleiben schlank. Also alles gleich, nur nehmen einige Mäuse deutlich zu und andere eben nicht. Um herauszufinden, ob da die Darmbakterien schuld dran sind, wurden Stuhlproben von den dicken und den schlanken Mäusen entnommen und auf keimfreie Mäuse übertragen. Ich unterbreche deinen Redefluss da sehr ungern, aber lass mal hören, was eine keimfreie Maus ist. Du hast recht, das gehört an der Stelle echt erklärt. Aber magst du? Darf ich rappen? Natürlich. Warum bist du so rhythmisch heute? Aber wenn du willst, gut, das wäre mal was anderes. Vielleicht später. Keimfreie Mäuse sind Mäuse, die noch nie mit Bakterien Kontakt hatten. Also wirklich noch nie. Die werden in speziellen Stallungen eben gehalten. Die bekommen spezielles Essen, also sterile Mäuse. Und wenn diesen keimfreien Mäusen dann Bakterien eingepflanzt werden und die Maus sich ändert, dann liegt es an den Darmbakterien, die dann jetzt im Mäusedarm leben. Und als den keimfreien Mäusen von Jeffrey Gordon die Darmbakterien von den dicken Mäusenkollegen übertragen wurden, dann wurden diese dick. Beim Übertragen der schlanken Darmflora blieben die keimfreien Mäuse schlank. Diese Erkenntnis war damals die Geburtsstunde der guten und schlechten Kostverwerter. Die, die alles verwerten und zunehmen, haben viel mehr von den dickmachenden Firmicutes. Die horten das für Krisenzeiten. Das ist bei den Mäusen so, aber das ist auch bei den Menschen so. Das hat uns früher, also in der uralten Zeit, das Überleben gesichert. Der Ötzi zum Beispiel, der hatte viel mehr von den dickmachenden als von den schlankmachenden Bakterien. Der musste halt echt alles verwerten, was seinen Weg kreuzte. Es ist allerdings leider vom Nachteil, wenn wir ein modernes Leben führen, also mit Binge-Watching plus Fastfood, wenn unsere Darmflora noch immer auf dieses Überleben in der Steinzeit ausgerichtet ist. Und bei uns in der Beratung erleben wir das sehr häufig. Da hatte ich erst unlängst einen Mann am Telefon, der extrem darunter gelitten hat, dass er so schnell zunimmt. Seine Frau kann essen, was sie will, die ist rank und schlank, und er merkt schon, wenn er bloß auf ihren Teller schaut, dass sein Gürtel wieder spannt. Und in diesem Fall lohnt es sich, die Darmbakterien einmal unter die Lupe zu nehmen. Innovative Mikrobiomanalysen machen das möglich. Wenn wir von innovativen Mikrobiomanalysen reden, dann meinst du einen Stuhltest, oder? Nein. Echt jetzt? Ja, mit modernen Mikrobiomanalysen sind eben Stuhltests, die genau darstellen, welche Bakterien im Darm leben. Disteln und Dürre oder viele Veilchen, vergiss man nicht. Dann kenne ich eben den Feind und weiß, wer da in meinem Darm die Energie hortet und mir mein Leben im wahrsten Sinne des Wortes schwer macht. Und ist es tatsächlich so, dass da zu viele dickmachende Bakterien leben, dann haben wir ein Ass im Ärmel. Dann kann man mit medizinisch relevanten Probiotika dagegen vorgehen. Die verdrängen nämlich diese allesfressenden Bakterien aus dem Darm. Um nachhaltig ein Gleichgewicht in die Darmflora zu bringen, braucht es aber auch die schlankmachenden Bakteriotetes. Die können wir, nach derzeitigem Stand der Wissenschaft, noch nicht als Probiotikum zuführen. Genau, die müssen wir verwöhnen und verhätscheln. Die bekommen ihre Lieblingsspeise, das Apfelpektin unter anderem, damit sie sich eben wohlfühlen und sich vermehren können, also quasi das Futter, kann man so sagen. Und durch die Kombination an Prä- und Probiotika plus, und das Plus ist ganz, ganz fett, Bewegung und bewusste Ernährung, gelingt es, das Gleichgewichtsmanagement zu optimieren. Falls wer wissen möchte, zum Thema Ernährung haben wir uns in unserer zweiten Episode ausführlich unterhalten. Mhm. Stimmt, da haben wir schon viel drüber gesprochen. Gut, dass du das ansprichst, jetzt auch noch mit der Ernährung. Das passt nun perfekt für unseren Quatsch der Woche. Apfelpektin ist bei einer Fructoseintoleranz streng verboten. Alex, was sagen wir dazu? Das ist eben Quatsch. Das Pektin in den Äpfeln hat mit dem Fruchtzucker nichts zu tun. Das heißt, die Ballaststoffe,
gelangen direkt in den Darm und beeinflussen den menschlichen Körper nur insofern, als dass dann mehr von den schlankmachenden Bakterien dort leben. Das heißt, die verwerten quasi diesen Ballaststoff und sorgen eben dafür, dass sie sich dann vermehren. Man müsste kiloweise Äpfel verzehren, um auf den Gehalt von Apfelpektin zu kommen, den man über hochwertige Präbiotika in Form von Nahrungsergänzungsmitteln zuführen kann. Und durch diese Bakteriennahrung züchtet man eben genau jene Bakterien, die uns helfen. Ja? Also das, was ich gerade eben angesprochen habe. Und diese Bakterien helfen uns dann, Gewicht zu reduzieren und überdies noch schneller satt zu sein. Das Apfelpektin kann nämlich extrem gut aufquellen. Und das ist dann wie im Märchen, aber reine Realität. Besser noch, das bringt Forschung und Wissenschaft. Apropos Ernährung. Da geht es um die Reduktion von Kohlenhydraten. Also bitte, bitte kein Weißbrot, kein Kuchen, keine Bonbons, kein Softdrink. Damit gelingt es, diese hungrigen Firmicutes, diesen 14 AR-Cluster, auszuhungern. Und langfristig lässt das die Kilos schmelzen. Davon profitiert der gesamte Mensch, aber eben ganz speziell auch die Bikini-Figur. Kommen wir ins Finale, Alex, und fassen wir unsere heutigen Erkenntnisse rasch zusammen. Wollen wir unsere Darmbakterien zu unseren Weight Watchern trainieren, dann gilt: Erstens, Verdrängung der dickmachenden Ötzi-Bakterien durch wissenschaftlich geprüfte Probiotika. Zweitens, Anreichern von schlankmachenden Bakterien über Präbiotika, wie die aus speziellen Apfelpektin. Drittens, Vermeiden von schnell verwertbaren Zucker. Der nährt nämlich den Vielfraß von Firmicutes 14 AR-Cluster. Und viertens, Bewegung, Bewegung, Bewegung. Lokomotor. Kommst du jetzt zum Schluss mit Kylie Minogue und dem Locomotion-Song um die Ecke? Das wird gut passen. Nein, nein, nein. Das ist der Bewegungszauberspruch von Harry Potter. Und damit bewegen wir uns von dannen und beenden die heutige Folge. Tschüss und ciao. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.